gesagt. X? Das könnte tatsächlich... Nee, das wird auch noch zu noch einer Runde führen. Ach, Kaka. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, dass wir auf die 50 Kilometer runtergehen. Ist jetzt egal. Wir stellen jetzt hier mal alles ein. Toggle Info. Zack. Müssen wir, glaube ich, noch eine Runde fahren. Hilft ja nichts. Oder zwei. Oder so. Zack, zack. Copy alle Shoots. Zack. Arm Parachute. Ja, das war nicht tief genug. Da hätten wir jetzt runtergemusst auf die... Auf die 50 Kilometer. Da habe ich nicht gut genug drauf geachtet. Oh, da müssen wir jetzt gleich noch eine Runde drehen. Dup, 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 dup. So, jetzt geht's erstmal wieder raus aus dem ganzen Geschlunz. Oh, 900 Kilometer Höhe noch. Das wird ein paar Runden ergeben, ne? Müssen wir mal schauen. Electric Charge. Können wir das noch senken irgendwie? Ne, das ist der Normalverbrauch schon. Electric Charge hält noch 2 Stunden plus 15. Ja gut, aber mit den Puffern, mit den 15 Tagen sollte das eigentlich hinhauen. So, dann machen wir noch einen kleinen Rundumflug. So sieht Kerbin übrigens aus allen möglichen Richtungen aus. Und wir lassen uns dann wieder durch die Atmosphäre treiben und ich mach mal Physics Time Warp an, weil das ich befürchte, wir machen das jetzt ein paar Mal. Ärgerlich! So, Zeit für mich, was zu trinken. Ja, der Tourist erlebt richtig was. Also Emmettler hat jetzt ein richtiges Programm abgezogen, ne? Ich meine, den haben wir jetzt erstmal überhaupt ins Weltall geschossen. Ne? Das ist ja schon mal die größte Leistung, dabei nicht zu sterben. Dann haben wir ihn zur Mondstation geflogen. Das war überhaupt nicht Teil des Vertrags. Da hat er noch einen Zwischenstopp gemacht und dürfte quasi als erster zusammen mit 2 echten Astronauten oder Kerbonauten mal die Tür aufmachen, um da reinzugucken. Dann sind wir auf dem Mond gelandet, auf einem Mondkrater, wo vor ihm noch niemand gewesen ist. Hat man auch nicht jeden Tag. Dann sind wir noch um den Mond rumgeflogen, einmal vorher und danach dann nochmal weg. Und jetzt drehen wir noch wahrscheinlich 8 oder 9 Orbits um Kerbin. Einfach nur, um es ihm schön zu machen. Ich hoffe mal, dass ich das hier gleich... Ja, das pendelt sich sauber ein. Sehr schön. Ja, ich meine, wir müssen ja auch nichts machen, ne? Die Fallschirme sind scharf. Alles sieht gut aus. Abwarten. Habt ihr irgendwelche Fragen zu unserer Touristenmission? Wir haben nämlich gerade ein bisschen Zeit. Aber guck mal, jetzt sind es schon 740. Also wir bauen so knappe 100 Kilometer Höhe mit jeder Runde ab und wir gehen auch jede Runde ein bisschen tiefer in die Atmosphäre rein. Dadurch wird der Bremseffekt natürlich stärker. Das wird ganz gut. Wir können ja mal gucken, was an Verträgen schon so offen ist gerade. Also den haben wir dann gleich noch, falls er uns nicht stirbt unterwegs. Ganz kurz zumachen, dass wir hier in den echten Zeitraffer rein können. So. Wie sicher sind denn die Touristen? Was meinst du denn jetzt mit sicher? Wie sicher ist, dass sie nicht sterben? Hier stirbt überhaupt niemand. Ist hier schon irgendjemand gestorben bei diesem Raumfahrtprogramm? Ich denke nicht. Ist schon jemand gestorben? Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Wann geht's denn nach Duna? Ganz vorsichtig geschätzt. Ganz vorsichtig geschätzt. Ganz, ganz vorsichtig geschätzt. Hat irgendjemand schon die Mission angenommen? Das wird wahrscheinlich erstmal noch eine unbemannte Probe werden. Weil wir noch ein bisschen an unserer Technologie arbeiten müssen, damit wir es mit hochmotivierten lebenden Kerbals dahin schaffen und nicht mit einem Haufen toter Kerbals. Aber es ist in greifbarer Nähe. Also ich habe auf dem Schirm in 171 Tagen einen Transfer nach Duna und in einem Jahr und 71 Tagen Transfer nach Eve. Das wären so die beiden naheliegendsten Planeten. Wobei ich glaube, dass sich mit der Zeit, und zwar relativ bald sogar wahrscheinlich, da noch ein paar andere Optionen eröffnen werden, weil wir technologisch ja ziemlich gut vorwärts kommen und jetzt auch Labore draußen haben.
Auf dem Mond als Manager eingesetzt. Hast du dich, gibt's da einen Manager? Also hast du dich als Quartiermeister genommen oder was ist dein Plan? Und wenn, dann mit der zweiten Basis, denke ich mal. Die wird groß genug. Ich meine, die erste Basis ist ja wirklich eher so ein Testballon. Jetzt gerade. Mit dem wir das ausprobieren. So, wir sind wieder rum. Nächste Runde. Freifallen um Kerbin. Gut, das mit den Bremsen üben wir auf jeden Fall nochmal. Wie gesagt, ganz vorsichtig geschätzt, glaube ich, dass Duna nicht mehr in ungreifbarer Entfernung ist, aber mal gucken. Also heute werden wir die Station um den Mond auf jeden Fall mal mit einer Crew versorgen. Und wenn es gut läuft, vielleicht mal anfangen, für eine richtige coole Mondstation die ersten Teile zusammenzuschrauben. Mal gucken, was wir so an Bauteilen mittlerweile zur Verfügung haben. Und ja, dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Also weil für Duna brauchen wir halt Habitation-mäßig ganz schön was, weil wir echt lange hinfliegen. Und im Moment schaffe ich es halt mit den, ihr habt es ja gesehen, mit den großen Raumstationen, irgendwie so 150 Tage, nee, 225 glaube ich, oder? Habitation aufzubauen. Das ist halt knapp, das reicht noch nicht mal für den Transfer rüber nach Duna. Also da brauche ich auf jeden Fall noch ein paar Bauteile, die da ein bisschen mehr Habitation geben. Oder jemand muss alleine fliegen. Und wie geht's mit den KSP-Updates jetzt wohl weiter, da Squad von Take-Two gekauft wurde? Naja, Squad wurde, also Vorsicht, ne? Nicht Squad wurde gekauft, KSP wurde gekauft. Und da sie die KSP wahrscheinlich, so wie ich das verstanden habe, als Marke ausbauen wollen, ja, muss man mal gucken. Und das DLC wird sich auf jeden Fall um historischen Raumflug drehen. So viel steht schon fest. Also das ist schon klar. Making History Expansion heißt das. Also, was man halt so kennt. Ne? Ich denke mal, die werden irgendwie mit hoffentlich auch russischen Raketen, da bin ich mir ziemlich sicher, aber haben sie, die haben ja auch Valentina mit drin. Also warum keine russischen Raketen? Und dann wahrscheinlich auch so die ikonischen russischen, sag ich schon, amerikanischen Raketen. Also wenn es richtig gut läuft, vielleicht fangen sie irgendwo mit der Redstone an. Und dann über die ganze Saturn-Serie vielleicht ein Atlas noch mit dazwischen, dass man sowas fliegen kann. Ich bin gespannt. Da kommen sicherlich noch ein paar Details, bevor es veröffentlicht wird. So, hallo Yin, was hast du verpasst? Wir waren mal eben kurz auf dem Mond mit unserem Touristen. Wir haben den Kolonisten auf der Mondstation gelassen. Ja. Ja, nicht verkauft. Wie heißt denn das? Also das ist ja ein Publisher, der hat quasi, also sie arbeiten jetzt zusammen. Ein Publisher arbeitet ja mit einem Spieleentwicklungsstudio zusammen und kümmert sich um die Vermarktung der Titel. Ja, also, und sie haben jetzt halt sich das Recht gekauft, vermutlich. Also die Partnerschaft wird sicherlich auch irgendeinen monetären Hintergrund haben für Squad, wenn sie nicht ganz doof sind zumindest. Und ich gehe davon aus, dass sie nicht ganz doof sind. Haben sich das Recht halt gekauft, dass sie jetzt KSP vermarkten als Marke und dafür sorgen, dass das ganz viel verkauft wird und vielleicht auch das Geld dann oder mit Geld dann unterstützen, dass vielleicht auch mal irgendwann KSP 2 kommt, wer weiß. Und Veröffentlichungsdatum, ihr müsst mal durch die Dev-Blogs durchgucken. Ich habe die in letzter Zeit nicht allzu aktiv verfolgt, / gelesen, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Mir wäre noch nichts bekannt, so viel kann ich nur sagen. Das heißt aber nicht, dass es da nicht schon irgendwas geben könnte. So, und wir kommen jetzt langsam, na, ich glaube, 3 Runden werden wir noch drehen müssen, so um und bei. Was sagt denn der Strom? Der Strom sagt, wir sind schon ganz schön am Arsch. Ich hoffe ja ehrlich, dass die Fallschirme aufgehen ohne Strom. Wie ist denn das? Gehen Fallschirme auf ohne Strom? Naja, heute ist der Tag, es rauszufinden. Heute ist der Tag, um es rauszufinden. So, wir sind jetzt auf knapp 400 Kilometer runter. Aber gut, wenn die Fallschirme aufgehen, dann kann auch gar nichts Schlimmes passieren.
keine Sorge, Emmendler, das war alles so geplant. Luis macht heute einen Testflug. Der sollte mal die manuelle Steuerung ausprobieren. Das hatten wir so eingeplant. Außerdem rotiert das dann so schön, hat er gesagt. Hui. Seht ihr, wie das rotiert? Hui. Gott, oh Gott. Also für mich wäre dieses Raumfahrzeugs, glaube ich, nix. So. Schwuppdiwupp. So, legt sich auch wieder sauber in die Luft rein. So, was sagt eigentlich unser App later? Oh, haben wir schon ein bisschen was verbraucht mit unserer Bremsaktion hier. Naja, also ich glaube, das Ding musste echt schnell drehen, damit da künstliche Gravitation bei rumkommt. Das ist, glaube ich, einfach nicht groß genug. Oh Gott, ich weiß gar nicht. Also, ganz ehrlich, KSP gekauft versus Spielstunden, ich möchte es auch gar nicht ausrechnen. Also, das kann nicht mehr viel gewesen sein. Wenn ich dann noch gegenrechne, was ihr so für den Kanal gespendet habt. Ah ja, schon Geld verdient mit KSP. Wenn ich es nicht für diesen ganz anderen Kram ausgegeben hätte. Ach, Mercury, ich habe es vorhin gesehen. Du hattest gefragt, was für eine Kamera ich jetzt habe. Ich habe jetzt tatsächlich so eine ganz normale, wie heißt sie? Logitech HD 720p. Und dahinter ein Greenscreen stehen. Weil die Kamera an sich vom Bild her eigentlich okay war. Aber natürlich das mit dem Hintergrund nicht konnte. Aber zugegebenermaßen konnte das die coole, super teure Monsterkamera halt auch nicht so gut. Also nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Also habe ich jetzt mir einen entsprechenden so Teleskopstangen und so ein grüner Vorhang und tralala und geholt und benutze jetzt meine kleine Logitech-Kamera und so für dieses kleine Bildchen hier, warte mal, so. Für dieses kleine Bildchen hier reicht das auf jeden Fall locker. Locker. Also zumindest hat sich von euch noch keiner beschwert. Also gehe ich davon aus, dass es eure Qualitätsansprüche an die Auflösung meines Gesichts soweit erfüllt, wie ihr euch das vorgestellt habt. Wir müssen da auch nicht zu detailliert werden, ehrlich nicht. Das macht man lieber beim Jack, ne? Das ist ein gut aussehender Mann, da könnt ihr gerne zugucken. Bei mir muss das nicht so hochauflösend sein. So, gut, der Überflug reicht, glaube ich, auch noch nicht ganz. Aber wir kommen der Sache näher. Ich denke mal, die Runde noch eine Runde und dann wird wahrscheinlich der Wiedereintritt kommen. Dann haben wir es hinter uns. Ich sehe sehr scharf aus, das ist schön. Ich weiß, dass du die Bildauflösung meinst, aber ich nehme es trotzdem als Kompliment. Ich habe mir auch extra die Haare gemacht heute. So. Schwupp, schwupp, schwupp. Gleich wieder auf 70 Kilometer. 220 Kilometer Höhe noch. Wie gesagt, dann wären wir so auf 120, 130 Kilometer wahrscheinlich runtergehen im nächsten Überflug. Und der Überflug dann da drauf wird uns, denke ich mal, tief genug in die Atmosphäre führen, dass wir auch landen können. So. Nach vorne geföhnt, genau. Ich trage mein Haar heute offen. Ja, das ist mal so ein bisschen das Gefährliche, finde ich. An Kapseln, an denen gar kein Solarpanel oder irgendwas dran ist. Wenn man natürlich bei sowas, wo man Aerobrake nicht darauf achtet, wie tief man reingeht, dann ein bisschen zu konservativ absprengt und dann keine Stromerzeugung mehr hat. Hier ist es jetzt zum Glück nicht so kritisch mit USI Life Support wegen diesen 15 Tagen Puffer, die man hat. Wenn wir mal alle ehrlich sind, bei Tech wären die Typen tot gewesen. Ne? Da ist es nach 6 Stunden Feierabend und ich glaube, die 6 Stunden haben wir mittlerweile.
Ich bin gerade zu faul auszusteigen. Ich genieße das, dass das hier so rotiert und ich einfach zugucken kann und sich der Livestream einfach von ganz alleine erledigt. Nee, gerade keine Lust auf Schieben, ehrlich nicht. Mit der großen Kapsel macht das auch echt keinen Spaß. Da ist der Effekt quasi null. Und guck mal, wir sind jetzt gleich durch. Wir haben jetzt hier 140 Kilometer noch Höhe. Also der nächste Durchflug wird auf jeden Fall die Landung. Und dadurch, dass wir die Rotation ja so schnell wegzeitraffern können, super entspannt. Na, wohl, wenn das so weitergeht. Das könnte sogar schon... Ah, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Also wir werden noch mal ganz kurz rausgehen, glaube ich. Also aus der Atmosphäre. Aber nicht mehr weit. Dann kommen wir schön. 55 Kilometer ist auch eine schöne Höhe für einen Eintritt, der uns, glaube ich, nicht allzu sehr wehtun wird. Also letzter Überflug. Jetzt ist, glaube ich, das Problem nur, dass wir ein bisschen im Dunkeln reinkommen. Und der nächste hat sich eine Lego Saturn 5 Rakete gebaut. Oder gekauft zumindest schon mal. Ich habe mir das Video von Scott extra noch nicht angeguckt, weil ich auch Angst habe, dass ich wahrscheinlich eine Minute nach Amazon offen haben werde und zwei Tage danach mir meine Frau wahrscheinlich den Hintern versohlt, wenn sie rausfindet, was das Ding gekostet hat. Ich darf das nicht tun, Freunde, ehrlich nicht. Obwohl, wir könnten ein neues Spendenziel aufmachen. Es wäre so grob 119,99 €, aber ich schreibe nicht ran, was es ist, okay? Dann kann ich nämlich sagen, die war quasi ein Geschenk. Guckt meine Frau eigentlich meinen Stream? Das weiß ich nicht. Schatz, guckst du meinen Stream? Ich glaube im Normalfall nicht. Falls doch, ich würde mir natürlich niemals eine Saturn 5 Rakete kaufen. Das ist alles über Spenden finanziert. Alles. Also erst recht würde ich nicht 120 € für eine blöde Lego-Saturn-Rakete ausgeben. Ich meine, wer macht sowas? Kein erwachsener Mensch würde sowas tun. Ja, sie war schon mal da. Aber das war eher die Ausnahme. Und ich glaube, das hat sie auch hauptsächlich gemacht, um mich in den Wahnsinn zu treiben. So. Gibt es doch in China viel billiger. Reden wir jetzt über die Saturn 5 Rakete oder über Frauen, Prios? Beides fände ich bedenklich. Die Aussage. Gibt es doch in China viel billiger. Aber die eine ist echt sehr bedenklich. Also was genau meinst du jetzt? Die Rakete oder... Ja, das hat tatsächlich funktioniert mit dem Wahnsinn. Vielleicht, aber vielleicht war an dem Tag auch einfach Andi daran schuld, dass ich ein bisschen wahnsinnig geworden bin. Weil das war ja die Kynop Körbel Consultant Veranstaltung da. Ich weiß gar nicht, ob es sie bei Amazon gibt. Ich weiß nicht, was, vielleicht kostet sie bei Amazon auch mehr. Ich habe mich dann nur auf iBorg 200 bezogen da rum. Und auf mein typisches Kaufverhalten, alles bei Amazon zu konsumieren. So. Gut, jetzt ist der Drops gelutscht, was den Wiedereintritt angeht. Wir liegen auch sauber im Windstrom. Das heißt, jetzt heißt es eigentlich nur noch abwarten. Und wir kommen tatsächlich sogar im Tageslicht runter. Und ich rate jetzt mal... Da so. Mal gucken, ob es stimmt. Mal sehen, was wirklich passiert. Wisst ihr, was das Ärgerliche an dem echt leckeren Rum ist? Ah, der ist fürchterlich schnell alle. Ich bereue es jetzt schon, dass ich so wenig mitgenommen habe. Aber so ist das halt. Muss ja noch Raketen fliegen. Eigentlich iBorg 2000. Da fehlt aber leider eine 0. Das ist eine 200, ehrlich jetzt. By the way, was haben wir die letzte Stunde gemacht? In der letzten Stunde sind wir mit Amatler auf dem Mond gelandet. Haben einen Krater besichtigt. Sind dann wieder in den Orbit zurück und hierher zurück und sind jetzt ungefähr, keine Ahnung, 10-mal um Körben gekreist, weil ich meine Aerobrake ein bisschen verrissen habe.
Und machen jetzt eine Landung ohne Strom im Pod. Mit nicht mehr ganz so viel Ablator, aber es wird wohl noch knapp reichen. Und vorbereiteten Fallschirmen, die hoffentlich auch ohne Strom aufgehen. Aber der ein oder andere Zuschauer sagte schon, jawohl, das würde funktionieren. Und ja, leckere Sachen sind generell immer schneller, das stimmt. So. Ach, guck mal, da hinten ist sogar noch der Mond zu sehen. Oder der Moon, wie wir in den Fachkreisen nennen. Ja, mit 25 Kilometer kommst du auf jeden Fall auf Anhieb runter. Wenn der Hitzeschild dick genug ist, ist es kein Stress auf jeden Fall. Und deine Karre nicht irgendwie anfängt, sich zu überschlagen, um mit dem Gesicht nach vorne in die Atmosphäre zu gehen. Dann ist 25 Kilometer meistens auch das Letzte, was du gemacht hast. So, jetzt schauen wir mal. Auch gar nicht so schlecht geschätzt, oder? Ich habe ja hier so gesagt, okay, wir fallen jetzt noch ein bisschen zurück, aber ungefähr die Ecke getroffen. Gut, ich mache mal einen Zeitraffer rein, dass wir hier runterkommen. So. Gut. Da sind die Fallschirme, sehr gut. Und damit ist eigentlich alles Wichtige passiert. Huch, ich nehme mal ein bisschen den Zeitraffer nochmal raus, dass wir hier nicht zu schnell aufschlagen, aber das sieht ganz gut aus. 11,6. Warum haben wir denn 11, irgendwas Meter pro Sekunde? Ach, wegen dem Schild bestimmt. So, wir sind angekommen und damit Mission accomplished. Wir haben Emmetla nach Hause gebracht. Dann können wir uns jetzt mal angucken, was an neuen Missionen da ist. Also, wir haben auf jeden Fall mal 177 Science-Punkte so nebenbei gemacht. Das ist auf jeden Fall schon mal schön. Luis hat natürlich nichts Neues gelernt. Der war schon so oft beim Mond. Das ist ja unser designierter Mondpilot hier irgendwie. Für Mond-Orbit-Missionen. Ist das so dunkel? Oder ist hier schon wieder irgendwas komisch? Hier ist schon wieder irgendwas komisch. Ich zoome mal näher ran. Oh. Lasst uns mal beim Mission Control vorbeigucken. Also, Exploduna wird noch eine Weile dauern. Das läuft, glaube ich, gerade. 57 more days. Genau, da müssen wir einfach warten. Ich bin geneigt, den irgendwann mal abzusagen, weil ich ehrlich gesagt da gar keine Lust drauf habe. So, do a supply run to the blast station. How much life is it? But bear in mind. Achso, okay. Das klingt aber eigentlich gut. Das können wir ja missbrauchen als Crew rüberbringen, Dingsbums. Wisst, was ich meine, oder? Mit. Oh, oh. Da haben wir doch auch noch diese Experimente rumstehen, oder? Auf Minmus. Hm. Also ich würde sagen, wir können die hier mal annehmen auf jeden Fall. Dann haben wir schon mal die Crew ein bisschen finanziert, die rüberfliegt. Die muss eh Essen mitnehmen, also zumindest ein Happen. Dann ist das schon mal bezahlt. Jetzt weiß ich gar nicht, funktioniert das, wenn wir diese Experimente wir haben ja diese Bodenexperimente aufgebaut. Wenn wir die dann recovern, die müssten ja auch bald mal fertig sein eigentlich. Müssen wir mal nachgucken. Kriegen wir dann Science Data vom Surface of Mimus? Eigentlich ja schon, oder? Ich probiere das jetzt mal aus. Wenn nicht, müssen wir ich glaube, die vielen Aufträge kommen dadurch, dass ich sehr viele Contract Packs installiert habe. Ich habe den Tourist Contract Pack, ich habe den Stations und Base Contract Pack, ich habe noch irgendeinen anderen Contract Pack und dann natürlich die normalen Contracts auch noch. Und dann bringt ScanSat noch Contracts mit. Ja, also ich habe explizit Contract Packs noch mit dabei, die bestimmte Sachen. Ah, das Space Camp ist natürlich auch schon irgendwie geil, ne? Aber da muss ich mal was Ordentliches bauen. Da muss ich mal ein richtiges Space Camp für bauen. So. Oh, da ist gerade irgendwas aufgegangen.
Irgendwas ist passiert. War das hier? Hä? Ist jetzt schon wieder weg? Mir war so, als wäre da gerade irgendwas gewesen. Ja, das Space Camp ist eigentlich eine coole Variante, oder? Eigentlich passt es zu Hardcore Colonization, das Space Camp abzuhalten und da ganz viele Kerbals reinzustecken und die dann umgewandelt werden, werden quasi zu euch als Zuschauer-Kerbals, oder? Ist doch viel cooler, als sie einfach reinzukaufen. Wir brauchen mindestens einen Level 2. Okay, das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Wenn nicht, müssen wir den trainieren. Und dann müssen wir halt die Raumstation ausbauen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So. Ich habe gerade nichts zum Abstimmen da. Ich muss mir mal irgendwann so ein Nightbot oder sowas hier reinhängen für eine Abstimmung. Habe ich gerade nicht. Aber ich spüre Tendenzen, dass wir da das Spacecamp machen wollen. Und ich gebe es zu, eigentlich will ich es auch machen. Ja, Spacecamp nehmen wir einfach mal an. So, dann haben wir noch einen frei. Was ist das hier? Scan Minmus for... Scan Kerbin for Resources? Scan Kerbin mit der M7... Ich glaube, er ist sich nicht einig, welchen Vertrag er mir geben will. Eigentlich würde ich gerne den Mond scannen. Fuzzy Resources. Scan of Minmus. 75%. Habe ich überhaupt einen M700-Scanner? So, jetzt gucken wir mal. Twitch, kann Twitch Abstimmung? Keine Ahnung. Wie soll das gehen, eurer Meinung nach? Also, wenn ihr mir sagt, wie es geht, dann probiere ich es mal aus. Wenn ihr mir sagt, wie ihr glaubt, wie es geht. M700. Ach, das ist das Ding. Ach so, deshalb kriege ich ja auch keinen Auftrag für den Mond, weil ich den Mond schon gescannt habe. Ich verstehe. Den Typen vom Mond retten und in die Station packen. Auch eine Option. Habe ich jetzt hier irgendwie 14 Touristen eigentlich rumhocken? Ich hoffe nicht, ne? Ach, du Heilige. Eine riesige Bande an Touristen. Ah. Sehr schön, ja, da haben wir was zu tun. Dann gucken wir uns doch mal an, wie groß unsere Kerbin-Orbitalstation ist. Die wäre ja prädestiniert dafür. Da müssten wir dann wahrscheinlich nochmal die Crew rausräumen, um Platz für Space Camp zu machen. Oder halt Space Camp-Module andocken oder irgendwie sowas. Ah, Space Camp. Wo ist sie? Kerbin Space Station, da ist sie. Schauen wir doch mal. 14 Kerbals müssen wir unterbringen. Und ein Level 2 Kerbal, der sie trainiert. Wahrscheinlich am besten Piloten. Damit wir auch irgendwie wieder wegkommen. So, jetzt zählen wir mal. Also, da drin kann potenziell... Da sitzen zwei drin. Und wahrscheinlich... Kann da noch mehr rein? Nee. Also, zwei. Da konnten auch zwei pro. 2, 4, 6. Da kann man scheinbar nicht drin sitzen. Das war ein Vierer. Sind 10. Hier können wir mal zwei setzen. Sind 12. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Vierer, ne? Nur bei 16. Also, wir könnten sogar die Wissenschaftler hier lassen. Level 1, Level 1, Level 2. Sehr schön. Also, Svensson und Wildhawk. Svensson müsste dann der Level 2er sein, einfach. Das ist gar nicht so verkehrt. So, und wir könnten einfach zum Beispiel auch noch sagen, wir bringen noch zwei so Module hierher, die wir einfach andocken, der Länge nach. Oder wir docken hier einfach noch einen Container an, oder? Clampotron Construction, das ist ja auch ein normal großer jetzt. Genau, wir können einfach noch so einen Wohncontainer mitnehmen und den hier anbauen. Hahaha, okay, alles klar, dann... Oder vielleicht zwei Wohncontainer oder was auch immer. Also auf jeden Fall genug Platz für unsere ganzen Kerbals. So, was ist hier los? To boldly go 3 is available. Sehr schön.
Und unser Tourist freut sich, hatte eine gute Zeit und hat fast 200.000 Körbel-Dollar dagelassen. Okay, dann bauen wir uns jetzt mal ein Boot, um diese Touristen in den Orbit zu bringen, in der Station abzuladen, dass die anfangen zu lernen. Weil das geht relativ kurz und dann schießen wir danach die Mondbesatzung hoch. So. Zwei Recycler. Naja, wenn nicht genug Recycler oben sind, müssen ja lediglich mehr. Muss mehr Essen nach oben. So. Also, wir fangen mal an mit einem Dockingport, weil wir wollen das ja andocken und wir brauchen dann. So ein Hitchhiker ist das, ne? Hitchhiker. Echt zwei Hitchhiker? Oh ja, aber es wäre eigentlich ein gutes Wohnmodul, ne? So, dann gucken wir mal, dass wir hier auch seitlich mal ein bisschen andere Solarpanels einfach noch anbringen. Dass wir mal ein bisschen andere Winkel von Sonne auch noch abgreifen. Jupp, das sieht gar nicht schlecht aus.